Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von F1 Race Stars. Zu der vierten Folge, in der wir die Meisterschaft Ozeanien diesmal spielen, also den Grand Prix. Wir hatten ja schon für diejenigen von euch, die die dritte Folge gesehen haben, bereits schon Europa 1 ja, erfolgreich, sag ich mal, absolviert gehabt mit drei Goldpokalen, jeweils, wie wir ja hier sehen, in Italien, Deutschland und Belgien. Jetzt widmen wir uns, wie gesagt, Ozeanien. Da ist die erste, ja, Strecke Singapur, die wir fahren werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie Singapur denn zu spielen und zu fahren ist. Und ich hoffe natürlich, wir haben weiterhin so einen großartigen Erfolg wie in den vorherigen Grand Prix Rennen, dass wir weiterhin natürlich ja, den goldenen Pokal holen. Ah, okay. Ich sehe gerade die Strecke hier in Singapur, die sind wir bereits schon gefahren. Das müsste, glaube ich, in der, ja, in der zweiten Folge gewesen sein. Also für diejenigen von euch, die es bisher noch nicht gesehen haben. Cool, jetzt hatten wir auch gerade wieder einen super Start hingelegt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier am Anfang so viel wie möglich an Plätze gut machen können. Oh. Okay, das war so eine Art Teleport. Das ist auf jeden Fall gut. So, in die Boxengasse brauchen wir nicht. Wir sind jetzt Erster gerade eben geworden. Ja, keinen Schaden am Auto im Moment. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so, dass wir, ja, solange es geht, irgendwie draußen bleiben können. Und nicht in die Boxengasse müssen. Okay. Bruno Senna ist jetzt vor uns. So. Erstmal ein paar, ja, ein paar Gadgets hier auf der Strecke verteilt. Die da schön. In der Hoffnung natürlich reinfahren. Oh, 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 oh. Da haben wir einen kleinen Schaden jetzt davon getragen. Aber wir haben jetzt zum Glück hier die Boxengasse. Und jetzt kommt auch noch der Regen hinzu, die Gewitterwolke. Die Regenwolke. Das ist alles andere als gut, aber die verschwindet ja jetzt auch schon wieder. So. Ja, wie wir jetzt unten sehen, am linken, am rechten, Entschuldigung, am rechten Bildschirmrand. Unten haben wir jetzt auch noch einen Erfolg freigeschalten gehabt, weil wir jetzt nochmal in die Boxengasse gefahren sind. So. Ja, der Bruno Senna, der ist irgendwie ziemlich... Oh, 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 oh. Verdammte Axt. So. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Schaden. Das ist kacke, dass wir jetzt schon wieder einen Schaden hier haben. Ah, und noch selber reingefahren, prima. Es könnte nicht besser laufen. Aber noch sind wir Erster. Ich hoffe. Ja, okay. Jetzt müssen wir erstmal. Und wir sind auch ziemlich langsam. Natürlich durch unseren Schaden. Jetzt auf jeden Fall gleich direkt die nächste Boxengasse aufsuchen. Ja, jetzt bin ich da selber reingefahren. Komm. Jean-Eric Vernet. Oh, jetzt gehen aber viele zur Reparatur rein. Also wir sind nicht die einzigsten, die da irgendwo was am Auto abbekommen haben. So. Und einmal reparieren. Und dann sind wir auch schon in der letzten Runde. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Gas geben hier, dass wir hoffentlich noch irgendwie Erster werden. Ich weiß zwar noch nicht wie, da der Erstplatzierte einen ziemlich großen Vorsprung gerade hat. Schon, oder da ist groß, aber er konnte schon ein bisschen Vorsprung rausfahren. Daher denke ich, wird das etwas schwieriger werden. Aber man sollte ja die Hoffnung nicht aufgeben. So, Jessica Checker ist jetzt auch noch vor uns.
Die sollten wir hoffentlich noch... Ah, da ist sogar noch der erste. Das ist ja praktisch. So. Wir sind Erster, liebe Freunde. Und ich hoffe, dass es irgendwie so bleibt. Gut, großartig jetzt in den letzten paar Metern können wir hier nicht mehr rausfahren an Vorsprung. Boxengasse müssen wir nicht. So. Safety Car noch. Komm, das ist die Ziellinie. Aber, nein, wir sind... Oh, wir sind zwei... Tja, scheiße. Das war ja... Oh, Mann. Schade. Zweiter nur. Hm. Ganz, ganz knapp. Ich weiß nicht, wo... Wer war das überhaupt? Vernet, ne? Ja, Jean-Éric Vernet. Wo der jetzt auf einmal herkam. Ach, Leute. Das ist doch... So blöd. Aber gut. Wir haben ja noch ein paar Rennen. Gucken wir mal, dass wir die jetzt einigermaßen in Abu Dhabi die Strecke jetzt einigermaßen ja gut hinbekommen werden. Also die bin ich definitiv noch nicht gefahren in Abu Dhabi, hier die Strecke. Also von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich genauso wie ihr. Falls ihr natürlich das Spiel noch nicht kennen solltet, heißt das. Oder die Strecke vielmehr. Und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Nein. Start schon mal versemmelt. Das ist super. Ach, okay. Dann gucken wir mal. So. Da sind schon wieder einige. So, 10. sind wir. Ah, haben wir nichts mitbekommen. 9. Vielleicht diesmal in diesem Rennen ein paar weniger Boxenstopps. Ah, und Safety Car. So. Timo Glock, Jensen Button. So, und schon sind wir Zweiter. So, Jessica Jacker ist in einer Regenwolke, in einer Gewitterwolke. So, jetzt können wir hier ein bisschen... Yo. Kobayashi, wo kam der her? Oh, das ist ja cool gemacht mit den Brücken hier. Sehr knapp. Das war die Klebefallenblase. So, wir sind Dritter. Oh Mann, oh Mann. Ja, wenn man die Strecke noch nicht kennt, also noch nicht gefahren ist, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Oh, wow, 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 wow. Super. Danke dafür. Ja, genau. So. Ab in die Box. Komm. Alonso. Hau ab. Dritter. Wir sind Dritter. So, die letzte Runde. Oh. Und es fängt an zu regnen. Oh, jetzt sind wir alle nicht mehr so schnell. 4. Boah. So, Regen hat aber aufgehört. Das ist schon mal sehr gut. So, Kobayashi eingeholt. Wir sind Dritter. Ja, ich hoffe zumindest, wir kommen noch auf den zweiten Platz. Das wäre ganz gut.
Nee. Das ist die Ziellinie, oder? Nee, war doch nicht. So, zweiter sind wir. Erster, ich glaube, dafür reicht es nicht mehr. Oder? Wenn der jetzt trifft. Wir sind nicht nah genug dran, glaube ich, an dem. Wer auch immer Erster ist, ich weiß es jetzt nicht. Ach doch, wir sind Erster, hä? Seit wann das? Oh, raus da. Nein, ach. So. Jetzt kann auch gerne die Start- und Ziellinie kommen. Oh, nein. Ach ja, genau, Vierter. Ja. Na klar. Ach komm. Ja, ist klar. Boah, ich soll nicht mal rein. Vierter, toll. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Aber gut, naja, mein Gott, man kann nicht immer gewinnen. Ja, gucken wir mal. Ja, puh. 30, 40, also 10 Unterschied. Gut, vielleicht können wir, wenn wir jetzt die nächsten Rennen noch gewinnen, die nächsten zwei, dass wir da noch ein bisschen nach oben kommen, also Erster zumindest werden. So, die nächste Strecke, das nächste Event ist in Australien, findet in Australien statt. Schauen wir mal, was wir da erleben werden. Australien bin ich auch noch nicht gefahren. So, schauen wir uns das mal an. Kommen wir als Erster über die Ziellinie. Ja, das wäre super. Nee, wieder Start versammelt. Das kann doch nicht sein. Das habe ich echt nicht drauf, Freunde. Den Start hier immer gut hinzubekommen. So. Oder so. Ah, ich glaube, so hat er uns auch überholt gehabt im ersten Rennen. So. Dann gucken wir mal. Ja, Regen. So, Alonso. Ist noch ein Safety Car draußen? Hä? Oh, genau. Super. Ja. Warum nicht? Ja. Aber gut, wir haben zum Glück die Boxengasse direkt hier vor uns gehabt. Also geht das eigentlich noch? Hätte schlimmer kommen können. Soll. Und los. Jetzt fahren wir durch ein Hai. Durch das Innere eines Hais. Nein. Ja.
Oh Mann, was ist denn heute los? Heute will mir irgendwie nichts gelingen. Ich weiß es nicht, also zumindest nicht so richtig. So, Bruno Senna haben wir in der Boxengasse überholen können. Ja, genau, klar. Kann doch nicht wahr sein. So, nochmal zum Reparieren rein. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt das letzte Mal war. Denn die Runde ist schon fast auch wieder vorbei. Also wir befinden uns zumindest schon wieder in der zweiten Runde. Aber ja, du. Grosjean ist zweiter. Haben wir wieder einen Erfolg. Windschattenkönig freigeschaltet bekommen. Ach, krieg ich das hin? So. So, zweiter sind wir. Leider nicht mich. Danke. So, wir sind erster, Freunde. Ich hoffe, das bleibt jetzt. Bitte, bitte, bitte so. Ach, Regen, Regen, Regen. Komm, fahr! Oh, wir sind Erster, wenigstens etwas. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, dann haben wir das auch schon mal. Und das nächste Rennen, das letzte, in Japan. Sieht ja cool aus, haben die cool gemacht. So, super Start schon mal, das ist gut. Aber haben die anderen natürlich auch bekommen. So. Ja, das hat schon ziemlich viel von Mario Kart. Wow, das ist. So, wir sind auf jeden Fall Erster. Egal was es war gut.
und Regen. Ach Mann, zweiter. Dritter. Oh. Nicht schlecht. Oh nein, ich darf da nicht gegenfahren. Sagt mir das doch einer. Oh no. Denke ich mir auch. Ja, dann dürfen wir wieder die nächste Boxengasse aufsuchen. Ja. Ja. Kann weitergehen. Hier ist die irgendwo gleich. So, da. Upp. Neunter, das kann doch nicht wahr sein. So. Okay. Oh, ja. Ja. Genau. Boah. Puh. Ja, super. Auf Wiedersehen, sagt er. So, sechster. Das hatte ich vorhin gar nicht geguckt, wie wir punktetechnisch dastehen. Ja, wird aber, glaube ich, mit Gold, also mit Sieger, erster Platz, wird es, glaube ich, nichts mehr in der Gesamtwertung. Nein, ja. So, sowieso nicht. Weiter, aber für den Moment zumindest. Wer weiß, was noch kommt. Sind ja noch ein paar Meter zu fahren. Die rauschen dann an hier vorbei. Das ist der Wahnsinn. So, in die Boxengasse müssen wir ausnahmsweise mal nicht. Dritter. Weiter. Oh, oh. So. Ja komm, fahr. Oder dann bin ich doch hier nicht da. Zweiter sind wir. Ja, dritter. Ja. So. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir Zweiter bleiben. So, meinen roten Ballon hebe ich mir auf jeden Fall noch kurz auf. In dem Fall der Fälle. So, okay. Riskieren wir es mal. Okay. Zweiter. Ballon. Ja. Danke.
Oh, 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 komm, fahr, fahr, fahr! Komm! Zweiter, okay. Boah, jetzt bin ich aber mal gespannt auf das Endresultat. Oh, jawohl. Boah, gerade noch so. Mit, ja, 4 Punkten Vorsprung. Das ist gut. So, schauen wir uns noch die Siegerehrung mal an. So. Ja, dann haben wir diese Meisterschaft auch geschafft. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann, gucken wir mal, was wir dann haben, in Amerika fahren werden. Zwar in Brasilien und in der USA. Dann hoffe ich, euch hat auf jeden Fall das Let's Play Video gefallen, das vierte von F1 Racestars. Ja, wenn das der Fall ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst für meinen Kanal, ein Like für mein Video oder auch gerne Kommentare. Und wenn ihr besondere Let's Play Wünsche habt von Spielen, die ich gerne mal für euch spielen soll, dann immer her mit euren Vorschlägen. Die könnt ihr mir gerne mitteilen, entweder über Twitter, über Facebook, über YouTube an sich. Oder ihr nutzt das Kontaktformular auf meiner Homepage unter gamedash.org. Und dann werde ich schnellstens eure Let's Play Wünsche auch erfüllen. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.